Mein Name ist Stefan Kanelke, ich habe in Düsseldorf einen Autoservice und wir kümmern uns um die Reinigung von Oldtimern, Youngtimern und Leasingrückläufern. Eine unserer Spezialitäten ist das Trockeneisstrahlen. Seit über 10 Jahren kümmern wir uns um die akribische Reinigung von Unterboden, Motorräumen und eben auch den Innenraum. Wir haben immer wieder weiter nach Optimierungswegen gesucht und sind dann auch relativ schnell auf den Coolmaster gestoßen. Und über diesen Weg bin ich letztendlich begeisterter Anwender geworden und auch relativ schnell Vertriebspartner für das Gebiet Nordrhein-Westfalen. Und werde Ihnen jetzt den Coolmaster einmal vorführen. Vorab möchte ich Ihnen ganz gerne mal unser Strahlgut vorstellen. Im Gegensatz zu vielen Vermutungen handelt es sich hierbei nicht um gefrorenes Wasser, sondern um hochkomprimierte Kohlensäure. Das Faszinierende an diesem Stoff ist, dass beim Aufprall jeweils eine kleine Explosion entsteht und jedes einzelne Pellet in seine Ursprungsform zurückkommt, nämlich in Gasform, und dabei sich um das 700-fache ausdehnt. Das heißt also, wir haben auf der Oberfläche eine kleine Mikroexplosion, die dementsprechend dazu dient, direkt von der Oberfläche abzusprengen. Und das ist das Faszinierende und das machen wir uns zu Nutzen. So, und jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne den Coolmaster erläutern und dafür müssen wir das Gerät erstmal anschließen. Wir haben hier unseren flexiblen, leichten Schlauch, der hier relativ einfach angeschlossen wird. Schlauch ist angeschlossen, jetzt benötigen wir noch Druckluft und Strom. Strahlgut habe ich Ihnen vorgestellt, jetzt würde ich ganz gerne näher auf den Coolmaster eingehen. Wir haben 3 Einstellmöglichkeiten. Nummer 1 ist der Druck, Nummer 2 ist die Strahlgutmenge und Nummer 3 ist die Korngröße. Zunächst gehe ich auf den Druck ein. Das Faszinierende an dem Gerät ist, wir können mit 10 Bar und 1000 Liter die Minute in das Gerät reingehen und haben hier die individuelle Einstellmöglichkeit von 0,5 bis 10 Bar digital gesteuert. Dann haben wir die Strahlgutmenge. Hier haben wir die Möglichkeit, individuell zu steuern, und zwar in einem Rahmen von 3 bis 35 Kilogramm die Stunde und können somit eben die Intensität an der Oberfläche regulieren. Jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach wichtigsten Punkt dieser Maschine, Punkt 3, das ist die Korngröße. Hier vermag die Maschine tatsächlich 3 mm große Eispellets in der Maschine vor der Druckluftzufuhr auf bis zu 0,3 mm runter zu dosieren, runter zu mahlen, um dann auch in der Anwendung wirklich kleinste Verunreinigungen aus der Oberfläche rauszuschießen. Die 3 Vorteile des Coolmasters habe ich Ihnen jetzt vorgestellt. Jetzt würde ich ganz gerne in die Anwendung übergehen. Ich befülle das Gerät jetzt mit den Trockeneispellets. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne einfach mal die verschiedenen Korngrößen vorführen. Wir haben hier einen ganz weichen, soften, homogenen Strahl mit bereits zerkleinerten Eispellets. Das ist zunächst fein. Und jetzt kann man deutlich sehen, wie sich die Korngröße erhöht. Das Faszinierende an der Angelegenheit ist, je feiner die Körner sind, desto feiner können wir entsprechende Verunreinigungen und Vernarbungen entfernen. Jetzt kommen wir zu der Anwendung mit einer Flachstrahldüse, die wir hier problemlos auf die Pistole aufschrauben können. Wir müssen die Größe des Korns auf die Farbe der Düse abstimmen, damit entsprechend das Korn klein genug ist, um auch durch diese Flachstrahldüse austreten zu können. Zum Lieferumfang gehören einmal der 3 Meter lange, super flexible Schlauch, eine mit LED-Leuchten ausgestattete Pistole und 3 in der Grundausstattung befindliche Strahldüsen. Einmal eine Flachstrahldüse und 2 Rundstrahldüsen, die dann der jeweiligen Korngröße gerecht werden.
So, und jetzt haben wir den ganzen theoretischen Kram hinter uns gelassen. Jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, warum ich begeisterter Anwender vom Coolmaster geworden bin. Und da gibt es ein ganz faszinierendes Beispiel. Ich habe hier einmal eine Visitenkarte, schalte das Gerät jetzt ein und zwar auf der kleinsten Stufe. Ich bin jetzt hiermit imstande, die Farbe von einer Visitenkarte unterzustrahlen. Was bei unserer Anwendung einer Innenraumreinigung gleicht, Himmel, Sonnenblenden oder eben entsprechend auch die ganzen Lüftungsdüsen. Aber unser Hauptgebiet ist es, bei Fahrzeugen maroden Unterbodenschutz mit der größten Stufe zu entfernen, ohne dass wir die Oberfläche verletzen. Und das ist absolut faszinierend.